Wir haben 2 Tage lang 6 VR-Brillen hier im Keller vom Landeskirchenamt aufgebaut und Menschen konnten einfach ein Tutorial machen, die Bedienung lernen oder in einfachen immersiven Apps Geschichten hören. The Key, ein interaktives Storytelling auf der Suche nach Identität. Witchy's Plank Experience, über den Dächern einer Großstadt auf einer Planke spazieren, durch die Luft fliegen und überlegen, wem vertraue ich, wo vertraue ich, wie gehe ich mit Ängsten um. Oder irgendwelche Multiplayer-Spiele, wo man arbeiten oder sich begegnen kann in virtuellen Welten, die nicht nur auf einem Bildschirm sind, sondern ganzheitlich um mich herum. Und ich habe gemerkt, bei manchem kommt man richtig in Bewegung, muss seine Arme benutzen oder kann sogar tanzen. Well, hello there, and welcome to the solar system. En la casa de la bachata, la, 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 la. Ja, versuch nicht runterzufallen. Ich kann jetzt hier keine Kirchen aktiv bauen oder so, aber ich kann Ihnen einen Priester vorbeischicken. Und wenn ich jetzt in die Statistik gucke, ist der Glaube schon auf 58% hochgegangen. Also das ging relativ schnell. Nice shot. The Maker Pen is your gateway to creation. For some, this means creating beautiful 3D artwork. For others, it means building entire games of their own. Also wir sehen, wir sind hier auf einer Insel. Man sollte nicht in den Abgrund springen, sonst fällt man runter. Aber keine Angst, man stirbt hier nicht. Wir haben ja was mit Auferstehung vor uns. Man kommt immer wieder an dieser Stelle an, der sogenannte Spawn Point. Boah, das geht ganz schön auf mein Gehirn, glaube ich. Also VR wird das echte physische Leben nicht ablösen, aber es kann eine spannende Ergänzung sein. Und ich frage mich, wo kommt Kirche eigentlich in dem Bereich vor? Was wollen wir in der VR? Wo muss man auch aufpassen, dass Leute nicht in Suchtfallen tappen? Und wo können wir junge Leute gut begleiten auf dem Weg in die virtuelle Welt?